Jo, servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prototype 2. Ich habe ja gesagt, wir machen noch die Redden-Mission fertig, aber ich habe da noch ein kleines Problem, weil ich habe jetzt das kolossale Chaos-Pack heruntergeladen, das wurde heute freigeschalten. Ich habe gedacht, das ist so auch so wie so ein Missionending, aber da unten steht die ultimative Sammlung von Kraft-Multiplikatoren, Skins und einer verrückten Superwaffe. Sprich, keine Mission. Das hier ist gratis. Donnerstag 1 sind nur Systemdesigns fürs PlayStation Design. Und hier haben wir ein Paket 3. Das kommt aber erst in 4 Tagen. Das ist dann Donnerstag. Ne, heute ist Donnerstag. Also die Aufnahme. Freitag, Samstag. Und das müsste am Montag kommen. Und dann kommt jede Woche, glaube ich, ein neues Paket. Das heißt. Ja, das war's jetzt mit der Aufnahme und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nee, Spaß beiseite. Natürlich habe ich mir noch ein bisschen was überlegt. Wir können ja hier mal die Kraftmultiplikatoren austesten. Aber was ich sonst noch vorhabe, ist natürlich die Platin zu bekommen. So viel wie möglich mit der Aufnahme, also weil hier, wir haben noch ein paar Platin-Sachen, genau, und nee, wir haben noch ein paar Trophäen, zum Beispiel ein Einsatzteam in weniger als 15 Sekunden ausschalten. Da muss ich aber dazu sagen, ich werde nicht alle Trophäen machen, also mit Aufnahme machen, weil wir haben hier das Problem, das Spiel auf Schwierigkeitsstufe schwer abschließen. Und das heißt, da muss ich es nochmal durchspielen, also, und das nochmal aufnehmen. Ich weiß nicht, es kommt ja wohl auch ein bisschen blöd, dann zweimal das Let's Play zu Prototypes sozusagen. Aber den Rest könnten wir eigentlich so noch machen. Und, ja, innerhalb von 15 Sekunden ein Einsatzteam zu zerstören, da bin ich mal vorzugsweise in die gelbe Zone gegangen, weil in der roten Zone habe ich es mal ausgetestet und dann kommen plötzlich 3 Helikopter. Und ganz einfach, man packt sich einfach hier einen Helikopter, steckt hier ganz normal ein, lalala, gell, jo, ganz chillig. So. Fliegt dann ganz normal los, macht ein bisschen Chaos, dass Alarm ausgelöst wird und wartet auf das Einsatzteam, was aus einem Heli besteht. Aua. Hier, nicht auf mich schießen. So, 187 schon da? Nein. Ah, jetzt hier ein Heli. So und 187 zerstört. Okay, unser Heli ist auch kaputt gegangen, aber das ist mir sowas von egal. Wir haben es eigentlich geschafft. Würde ich erstmal so sagen. Und da ist sie. So, mal kurz untertauchen und. Jo, das war die Trophäe. Ich bin dann mal weg. Und ich bin noch nicht weg, weil wir können ja noch irgendwas weitermachen. Was haben wir denn noch Tolles? 70% haben wir da. 33, 44, okay. 5 Panzer oder Transporter verdeckt entführen. Ja, okay, das ist eigentlich nicht so schwer. 10 Blackwatch-Panzer-Transporter oder Helis mit den 4. Panzer oder Transporter zerstören. Da würde ich fast sagen, dass wir da wohl nochmal kurz in die rote Zone rübergehen. Und ich hoffe, die Luftbrücke funktioniert auch, wenn nicht ein Heli dasteht. Aber ich denke mal, das hat ja kein. Gütige militärische wissenschaftliche Form. Genau. So, natürlich. Können wir auch. Wo war eigentlich das Riesending? Ach nee, das war, glaub ich, hier in der grünen Zone. Ich will mir gerade mal überlegen, weil wir müssen ja 10. Wir müssen 10 Panzer oder Transporter, also die ATVs oder in Battlefield auch LAVs zerstören. Man muss aber darauf achten, man muss im gleichen Panzer bleiben. Das heißt, ich kann jetzt nicht umsteigen in einen neuen Panzer oder mit einem Raketenwaffe rumrennen. Ich muss in ein Panzer einsteigen und damit 10 andere Panzer oder Transporter zerstören. Deshalb wäre es vielleicht schlau, hier in das große Gebiet reinzugehen oder vielleicht auch in die rote Zone, weil da ja eigentlich am meisten dann los ist, wenn ein Alarm kommt. Deshalb gehe ich mal
einfach mein Hirn mal schauen, was da passiert. So. Ich muss noch mal ganz kurz nachschauen. Helikopter zählen, glaubt nicht dazu. Es war, glaube nur Transporter und Panzer. So, ganz kurz hier. Hier Transporter, Panzer auch. Und hier. Okay. Ja, aber da es hier sieht, müssen 10 Blackwatch Panzer, Transporter oder Helis mit entführten Panzer oder Transporter zerstören. Das heißt, Helis zählen dazu zu den 10 Stück, aber ich darf nicht mit dem Heli die zerstören, sondern brauche dazu einen Panzer. Da schauen wir dann mal ganz kurz. Oh, da kann man auch noch eine Trophäe machen. Mit den ganzen Verbesserungen. So, komm her. Wow, die machen den ja gleich platt hier. Komm her. So, ganz schnell packen. Oh. Und eine geile neue Animation. Wir haben den Rudelführer verbessert. Ich bin hier mal ganz kurz. Obwohl, nein. Ich entführe den mal. So, und dann können wir ja probieren, die 10 Panzer auszuschalten. Oh, ei. Aus dem Weg. So, ich muss auch auf meine Gesundheit achten. Also von meinem Panzer halt. Weil die teilweise relativ schnell kaputt gehen. Ach so, oh, ich fahre ja falsch rum. So geht's nach vorne hinten. Oh, und da ist eine Blockade. Oh, da. Der ist schon mal cool hier. So, und jetzt perfekt kommt ein Einsatzteam. Die können wir perfekt zerstören. Das wären dann schon wieder 3 Punkte mehr, aber ich muss hier ein bisschen mal wegfahren. So, ja, genau, kann ich ja nicht irgendwie verteidigen. Oder ausweichen oder so wie. So wie beim Heli. So, Nummer 1. Und dann hätten wir es hier. Wow, und ich brenne schon. Ich sollte mal mich ein bisschen zurückziehen. Weil ich glaube, der Panzer, der regeneriert sich auch mit der Zeit. Ein bisschen so wie mein Leben eigentlich. Oh nein, 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 nein. Ganz ruhig, mein Freund. Neuer persönlicher Rekord. Wow, Panzer. Okay, Militärhaftung. 5 Millionen. Nein, nicht Millionen. Zwar noch mehr. So, alle aus dem Weg hier. Ein bisschen Chaos anrichten. Ich baller jetzt einfach mal hier rein. Oh, aber wir haben. Boah, wir sind ja fast kaputt. Okay. Wie viel haben wir eigentlich? Wir haben, glaube, 4 Helis. 2, 3 Panzer. Das heißt. Noch so 2, 3 Stücken, dann können wir es geschafft haben. So, und regenerieren tut sich der Panzer jetzt nicht mehr, oder wie? Das finde ich aber nicht so toll. So, ist hier jemand? Hallo? Alter, wie es hier immer rummatscht mit den ganzen Leuten. Okay, hier sind so Geschütze. So, du kaputt. Okay, ich habe gar keinen Alarm ausgelöst, aber egal. Na dann. Dann wird es ja doch noch hoffentlich einfach. Oh, Verkehrsgefährdung. Genau. So, aus dem Weg. Und jetzt könnten wir noch kurz das mit dem verdeckten Entführen machen. Aber ich muss erstmal kurz untertauchen. Wow, wow, wow. So, wo kann man mich nicht sehen? Jetzt hier. Oh, hallo. Oh, jetzt kommen die blöden Helis.
Oh, abgewehrt. Sehr schön. So, und hier kann ich mich verstecken. Genau. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu der Basis und tun mal kurz die ganzen Fahrzeuge entführen. Ich meine, das sind wohl eh, glaube ich, nur noch so ein, zwei Stück, weil wir haben ja schon ein paar verdeckt entführt. Und der rennt ja jetzt schon richtig schnell. Oh, Panzer. Okay, ich hoffe, das zählt als verdeckt. Jo, das zählt, glaube ich, als verdeckt, weil wir ja nicht aufgeflogen sind. So, deshalb... Oh! Okay, ich wollte gerade in den nächsten, aber da ist schon die nächste Trophäe. Und schon sind wir bei 75% angelangt. Das geht ja richtig rucki die zucki. Was haben wir denn noch? 5 Helikopter mit Rudelsführer zerstören. Ein Helikopter mit Karate-Kit angreifen. Ein Helikopter mit Weichenfaust besteigen. Das ist eigentlich eine komische Trophäe. Wie geht denn das eigentlich? Besteigen. 5 Fahrzeuge mit Finisher. Okay, und die tolle Flugdings da. Ich würde mal sagen, wir rufen wieder ein Einsatzteam, dann können wir das mit dem Rudelführer machen mal. Und den Helikopter-Karate-Kick kann man auch noch kurz machen. Bei dem Karate-Kick ist es wichtig, dass wir keine Mächte anhaben. Und dann einfach... Und schon müsste die Trophäe kommen. Also einfach 4 halten und dann sollte der Karate-Kick ja... Genau. So, und wir machen einmal... So, meine Freunde, und bitte den Heli angreifen. Wo? Heli? Heli? Oh, der ist Heli kaputt. Ja, okay, den hatten wir schon mit dem Karate-Kick. Hey, meine Schnuckis, kommt ihr? So, ich muss den auch hier wieder Alarm auslösen. Tun wir mal die Mächte aktivieren, damit Alarm kommt. Hallöchen, Geschütz. Achso, eigentlich wollte ich auf das Geschütz, aber egal. Das sieht mich nicht mal. Okay. Was geht denn da ab? Warum bekomme ich keinen Alarm? Hallo? Ignoriert mich halt. So, jetzt aber sollte wieder ein Helikopter kommen. So, meine Brotherchen. Angriff. Am besten sollte jetzt halt noch ein Einsatzteam kommen, weil dann hätten wir gleich 3 Helikopter an der Backe und dann hätten wir die Trophäe ganz sicher. So, und was macht der Heli? So, ich tue mal die Geschütze hier. Ach nein, nicht hier. Ach, okay. Eigentlich habe ich den Transporter da unten anvisiert und habe aber das Geschütz zerstört. So, meine Freunde. Okay, die Brawler haben den ersten noch nicht kaputt. Ah, jetzt aber. Jo, den hier auch noch. So, werft ein Steinchen. Sehr schön. So, und da fliegt einer rum. Oder sogar 2. Und wir haben schon die Trophäe. Okay, das ging ja auch noch ziemlich schnell. Dann würde ich mal sagen, mal wieder kurz untertauchen. Irgendwo, zum Beispiel da hier hinten unter. So, yo, tschüssi. Dich brauche ich mal nicht. Und wir schauen wieder in die Trophäen hinein. 77%. Lalalala. Oh ja, bald bekomme ich wieder die Platin. Also ich finde es ein bisschen komisch, dass eigentlich... Prototype ziemlich einfach ist, also von den Trophäen her. Ich meine, ja, okay, das muss ich noch gucken, wie das geht. 5 Fahrzeuge mit Finisher und so, das sind da keine Herausforderungen. Bei der muss ich noch schauen, wie die geht, weil in dem einen Video hatte ich ja 32 Sekunden. Da die Absorbierung muss ich noch suchen, aber die kommen, glaube ich, irgendwie randommäßig. Also die kann man, glaube ich, nicht so richtig, oder ich weiß nicht, ob man sie aufspüren kann.
Helle vollständig verbessern. Ja, da müssen wir halt auch noch ein bisschen EP farmen. Aber ich glaube, ich habe ja nur noch. Obwohl, ja, okay, es sind, glaube ich, 6 Levels noch, weil ich habe, glaube noch, ich kann, glaube noch 2 Masse hochskillen und dann 4-mal Formwandler. Und dann am Schluss werde ich es halt nochmal, ja, hier durchspielen und dann habe ich meine 9. Platin, glaube ich mal. 9 waren's. Also, nehmen wir mal das Page und forschen den Angriff und 5 Fahrzeuge mit Finisher zerstören. Fahrzeuge zählen der Helis dazu oder nicht? Das wäre noch sehr interessant zu wissen. Ach, komm, komm her, komm her. So, ach, hier. Ich will den Finisher irgendwie immer mit Viereck machen. So. Hier haben wir noch einen. So, kann ich auch drauf? Ja, sehr schön. Und Finisher bitte. Bam. Hahaha, das geht ja richtig schnell. Also, da muss ich halt sagen, man hockt sich hin, nimmt sich eine Trophy hier ganz stark vor und vielleicht eine Minute teilweise und man hat sie. Okay, jetzt es gibt natürlich längere Dinge, wo dann irgendwie dran steht hier das und das einsammeln oder so, gerade die ganzen Blacknet-Missionen oder so, aber ansonsten, ich meine, ich habe ja glaube fast 70% innerhalb des Let's Plays gemacht, wo ich ja eigentlich gar nicht groß drauf geachtet habe, dass ich das so oder so spiele, irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel hier gegnerische Angriffe 20 Mal mit dem Schild kontern und es passiert innerhalb vom Spiel oder da 10 Fahrzeuge entwaffnen. Das ist ja groß keine Herausforderung.